A wie asymptomatische Erkrankung. Die asymptomatische Erkrankung ist ein Widerspruch in sich, ein Paradoxon. Wer keine Symptome ausbildet, ist nach allgemeinem Sprachgebrauch gesund. In der Wikipedia heißt es, Krankheit ist ein Zustand verminderter Leistungsfähigkeit, der auf Funktionsstörungen von einem oder mehreren Organen, der Psyche oder des gesamten Organismus eines Lebewesens beruht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO. Krankheit wird definiert als jegliche schädliche Abweichung vom normalen, strukturellen oder funktionalen Zustand. Ein kranker Organismus zeigt üblicherweise Anzeichen oder Symptome seines abnormalen Zustands. Nur bei Covid gibt es sehr viele asymptomatisch Erkrankte, die niemals merken würden, dass sie krank sind, wenn man es ihnen nicht mittels eines Tests beweisen würde. Das Ärzteblatt berichtete schon im September 2020, dass ein Viertel bis ein Drittel der Covid-Erkrankungen asymptomatisch verlaufen. Zahlreiche Studien deuteten früh darauf hin, dass asymptomatisch Erkrankte deutlich weniger ansteckend sind. Trotzdem mussten sie als Begründung für Abstandsregeln, Maskenpflicht und Lockdown herhalten.